Hallo und guten Abend. Willkommen auf meinem Kanal Queen of Cup Tarot. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Legung für dich, lieber Fisch. Die letzte Liebeslegung 2023, deine Weihnachtsbotschaft, eine Legung für dich und deinen Liebsten, nicht mehr Liebsten, Partner, Ehemann, Herzensmensch, Wunschpartner. Der Mensch einfach, den du für dich im Herzen trägst, an den du denkst, wenn wir jetzt hier die Karten legen. Wir schauen uns einfach an, was das Tarot uns jetzt kurz vor den Feiertagen mit auf den Weg geben möchte. Für alle, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vergesst nicht, als Energieausgleich gerne mein Video zu liken, zu kommentieren. Ich freue mich immer sehr darüber, falls ihr es noch nicht habt, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr euch hier wohlfühlt. Und wenn du eine private Kartenlegung möchtest, ist das vor Weihnachten noch vereinzelt möglich. Klicke hierzu gerne auf die Infobox unterhalb dieses Videos. Okay, ihr Lieben, macht es euch bequem, macht es euch gemütlich, schließt die Augen, denkt an den Menschen, auf den wir hier schauen. Sprecht den Namen laut aus, stellt ihn euch vor. Und ich bitte das Universum um klare Botschaften für meine Fischegeborenen und Fisches gegenüber. Botschaften, die klar und deutlich zu lesen sind und die auf die Mehrheit meines Kollektives zutreffend sind. Danke sehr. Fünf Karten ziehen. Wir schauen mal nach. Unter dem Deck haben wir den König der Stäbe. Wir haben viele Personenkarten hier im Deck. Ich muss mich hier mal kurz reinfühlen. Ich würde gerne ein, zwei Karten vorab vertiefen. Okay, ihr Lieben. Was mir hier reinkommt, ist eine partnerschaftliche Situation, die sehr gespalten ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, einer von euch möchte etwas verändern. Einer von euch möchte vielleicht etwas Grundlegendes an dieser Partnerschaft verändern. Ich habe hier sehr viele Personenkarten liegen, das sagte ich ja gerade eben schon. Mir kam auch eben rein dieser Gedanke, diese Situation, dass hier vielleicht eine Drittenergie eine Rolle spielt, wo einer gerne hin möchte und der andere hält und klammert unfassbar an dieser Partnerschaft, an dieser Verbindung. Bombardiert den anderen vielleicht mit Gesprächen, Nachrichten, langen Texten, Anrufen und
das Gegenüber nimmt das überhaupt gar nicht an und wahr. Man lebt hier so quasi in seiner Leidenschaft, in seiner neuen Energie, in seinem Feuer. Leidenschaft vielleicht auch für, es muss nicht unbedingt eine andere Person sein. Es kann auch sein, dass man die Leidenschaft in irgendeiner Aktivität gefunden hat. Beispielsweise in einem Hobby, was möglicherweise unfassbar zeitaufwendig ist. In einem neuen Projekt auf der Arbeit. Aber mir kommt hier so eine Situation rein. Du musst bitte für dich schauen, wer du bist. Ich deute jetzt nicht, das ist hier nicht du und dein Gegenüber, sondern die Situation, so wie ich sie hier liegen sehe, und du findest eure Positionen hier drin, bitte selber. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck hier und die Energie, dass jemand gerade dabei ist, aus dieser Beziehung ein Stück weit auszubrechen und neue Wege einzuschlagen. Entweder mit einem neuen Hobby, mit einer neuen Aktivität, mit irgendeiner Sache, die diesen Menschen sehr fesselt momentan, sehr viel Energie gibt, und dieser Mensch investiert auch sehr viel Energie da rein. Und die andere Seite dieser Verbindung klammert unfassbar, hält sehr an den alten Werten, an diesen alten Abläufen der Partnerschaft feste, versucht auch hier, Stäbe sind ja auch immer so, sprechen oft für Kommunikation, an diesen Menschen vielleicht durch Gespräche heranzukommen. Dieser Mensch blockt ab. Dieser Mensch hat sich zurückgezogen und macht sich hier gerade aktuell, auch im Monat Dezember, Gedanken darüber, ob man hier in dieser Verbindung noch so gut aufgehoben ist. Ich habe das Gefühl, dass hier in dieser Partnerschaft sehr viel Eintönigkeit und Stagnation herrscht. Und dass einer hier sehr gelangweilt ist, wohingegen der andere eine Zufriedenheit hat, ja, so dieses, das ist meins, das war schon immer so, ich möchte unsere Partnerschaft aber so weiterführen, ich will nichts verändern, ich möchte dich auch nicht loslassen. Am besten bleibt alles so, wie es bisher war. Ich würde gerne noch den Eremiten und den Gehängten bitte vertiefen. Ja, hier hat jemand wirklich so eine Grenze auch gezogen, wie ich das gerade eben schon sagte. Hier kommt man nicht mehr so sehr an diesen Menschen heran. Der geht gerade so seinen eigenen Weg. Und man ist hier in den Rückzug gegangen und versucht jetzt einfach nur noch, ja, auf sich, seine innere Stimme, seine Intuition, sein Gefühl zu hören, wo die Reise hingehen soll. Das ist die Geschichte, die ich hier auf dem Tisch liegen habe. Ich bin gespannt, auf wen sie zutrifft. Ich werde das Tarot jetzt einmal fragen, welche Gedanken sich dein Gegenüber, der Mensch, auf den du hier schaust, in deine Richtung macht. Ich habe hier ganz stark die Energie, dass hier der Wunsch besteht, irgendetwas zu beenden, irgendetwas hinter sich zu lassen, weil man Sehnsucht nach etwas anderem hat. Ich habe hier dreimal in diesem Kartendeck oder in diesen fünf Karten den Hinweis darauf, dass es eine Entscheidungssituation gibt, wie ich gerade hier eben schon zu Anfangs gedeutet habe.
wie es mir auch zu Anfangs reingekommen ist. Und mir kommt hier rein, dass dieser Mensch sich Gedanken darüber macht, dass er irgendwas beenden muss, um irgendwas Neues beginnen zu können. Man schaut hier in die Zukunft, man überlegt, welchen Weg man gehen soll. Hält man feste an Altem, an Bewährtem? Oder traut man sich, das Unbekannte zu nehmen? Man überlegt auch, wem man, so kommt es mir rein, ja, den Kelch der Liebe überreichen möchte. Ich nehme hier eine ganz eindeutige Entscheidungssituation wahr. Und zwar so, dass irgendwas beendet werden muss, um dass etwas Neues beginnen kann. Was fühlt dieser Mensch denn für dich? Liebe, Verbindung, den Wunsch, etwas mit dir aufzubauen, etwas wachsen zu lassen, etwas Beständiges, etwas Stabiles. Es ist durchaus möglich, dass du hier, und das ist das, was ich die ganze Zeit reinbekommen habe, dass du hier auf einen möglicherweise vergebenen Menschen schaust, der in einer anderen Partnerschaft lebt. Womit darfst du denn rechnen? Letzte Frage. Über die Feiertage hinweg. Mit was für einer Aktion, Botschaft, Nachricht, was wird hier von deinem Gegenüber kommen? Falls ihr keinen Kontakt habt, wird es Kontakt geben. Die Liebenden ist ja auch nochmal so eine Karte der Entscheidung. Ne? Ich nehme hier jetzt nicht direkt Kommunikation wahr. Es liegt hier keine kommunikative Karte bei. Aber ich nehme hier wahr, dass, und das ist das, was mir reinkommt, dass hier eine Entscheidung getroffen wird und dass diese Entscheidung dir auch mitgeteilt wird. Sehr schön. Schreibt mal in die Kommentare, wer hier resoniert. Das interessiert mich sehr. Eine sehr schöne Legung. Was sagt denn das Herzorakel zu eurer Situation? Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Vielleicht auch ein Hinweis darauf. Erstmal, ich sag mal, das Sexuelle auszuklammern und sich wirklich kennenzulernen und über eine Freundschaft vielleicht auch eine Partnerschaft aufzubauen. Ich finde Freundschaft, also ich persönlich finde Freundschaft in der Verbindung zwischen Mann und Frau oder in einer partnerschaftlichen Verbindung unfassbar wichtig. Das ist in der Regel das, was eine Beziehung trägt. Okay, ich frage mein Orakeldeck, wenn der Mensch, auf den du hier schaust, frei heraus mit dir sprechen würde und dir drei Botschaften aus tiefstem Herzen mitteilen könnte, würde, was würde er dir sagen? Drei Botschaften hätte ich gerne, bitte. In deiner Nähe ist es wie Entgiftung, wie ich habe gerade überlegt, ob es das Wort Enttoxinierung gibt, aber das gibt es ja nicht. Also es ist wie eine Entgiftungskur in deiner Nähe. Da werde ich rein, da werde ich clean. Da gibt es keine schlechte Energie. Ich wünschte, ich könnte meine guten Neuigkeiten mit dir teilen. Ich habe es gerade noch gesagt, es wird eine Entscheidung getroffen und die wird dir mitgeteilt. Ich wundere mich, warum du glücklich ohne mich bist. Oder dass du glücklich ohne mich bist.
Wir werden abschließend noch eine Botschaft aus dem Antworten der Engel-Orakel ziehen. Du darfst hier gerne eine Frage stellen für dich im Kopf. Die Antwort kann hier bei diesem Deck auch Ja oder Nein lauten. Bedenke dies bei deiner Fragestellung. Ich habe es gerade noch gesagt. Sehr schön, ihr Lieben. Ich bin zufrieden mit der Legung. Ich hoffe, ihr auch. Ich danke euch fürs Zusehen. Dankt ihr mir bitte mit einem Like, mit einem Abo, mit einem Kommentar, was auch immer. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Verbringt sie mit den Menschen, die euch am Herzen liegen. Und ja, wir hören und sehen uns im Januar wieder, wenn ihr denn möchtet. Und bis dahin, alles Liebe für euch.